Ich habe drei eindeutige Beweise, dass St. Pölten von nichtmenschlichen Wesen regiert wird. Sagen wir es einmal so, ja? Der Klangturm, ja? Das Wahrzeichen der Stadt. Der Klangturm, der keine Klänge macht. Das ist ein netter Witz. Aber Sache ist, er macht Geräusche und wir hören sie alle unterschwellig. Hier kommen sie rein, aber hier nicht. Ja? Ja? Der gibt dir durch, dass du ruhig in die Arbeit gehen sollst und joggen gehen und Yoga machen. Das gibt er dir durch und bloß nicht hinterfragen, warum in dem Festspielhaus kein Festspiel abgehalten wird. Ja, werden sie nämlich, aber nicht für euch. Aber wisst ihr für wen? Genau, die Echsenmenschen. Für die werden sie abgehalten. Die haben dort ihre Feste und Orgien ihren Illuminaten-Sklaven und Rehen, die sie aus der Wildnis fangen, ja? Und mit wem noch? Mit den Leuten, die an sie denken, die wissen, dass sie da sind, ja? Weil eines Tages kommen dann für die Lichter aus dem Himmel und nehmen sie mit. Und dann nehmen sie mit und sperren sie da unten ein. Oh. Jetzt wisst ihr es. Ihr wisst es ja jetzt. Und ihr müsst etwas dagegen tun. St. Pölten darf nicht zur Weltkulturhauptstadt landen werden oder zur europäischen. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, Scheiße. Oh.